Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodim zu einem neuen Part. Super Mario 3D Monsters mit dem Zwergenfürst. Und wir machen weiter eine Grüngiftgrotte. Juhu. Ja, den letzten Stern habe ich noch nicht geschafft. Auch aufgrund des Sees, das habe ich noch nicht. Ich bin zu inkompetent, den Doppelsprung da zu machen. Aber wir machen heute einfach den letzten, die anderen drei Sterne. Wir kümmern uns um die letzten, um die anderen drei. Dann bleibt noch einer übrig, den mache ich dann irgendwann offscreen, wenn ich es geschafft habe. Dann blende ich euch ein in irgendeinem Part. Das ist dann, kommen wir nochmal zurück hier. Das ist dann. Jetzt kümmere ich mich erstmal um andere, die leichter für mich sind, hoffentlich zu kriegen. Gibt es noch ein paar Münzchen. Jetzt rein in die grüne Giftgrotte. Das Innere, ins Nebellabyrinth. Wo müssen wir lang? Da müssen wir dort lang. Genau dort lang. Hier holen wir uns mal den Mario. Metal Mario. Metal Mario. Das ist keine Metal-Musik. Oder doch? Wer weiß. So, hier geht's erstmal durch. Und hier mal hoch. Na komm. Drauf auf das Ding. Und einmal hoch. Da war noch eine Tür. Ich glaube, hier waren wir sogar schon mal. Das haben wir schon mal in einem Part versucht. Sind wir dran gescheitert. Müssen wir einfach nur hier hangeln. Versuchen nicht bei drauf zu gehen. Na toll. Na komm. Nicht mehr runterfallen. Ich meine, das ist uns schon mal passiert. Ja, jetzt ist das für uns hier passiert. Na toll. Außerdem war das, glaube ich, der Falsche. Da müssen wir nicht lang, da gibt's nur Münzen. Jod, das hat jemand mit, hör ich mal wieder. Fake-Karte. Mal ein bisschen failen hier am Anfang. Warum nicht? Gehört dazu. Es wird immer wieder ein Spaß. Ich will hier raus. Grüne Giftgrotte. Ein Hassort für mich in Super Mario 64. Ich sagte schon im letzten Part. Nach den letzten drei Sternen. Nach den letzten drei Sternen, die wir hier kriegen, mache ich auch erstmal eine Feuergrotte weiter. Ich weiß nicht, ob die besser wird. Aber gut. Können wir dort erstmal weitermachen. Im nächsten Part. Hoffentlich schaffen wir heute mehr als einen Stern. Es wird auch wieder deprimierend, wenn wir nur an dieser einen Stelle festhängen. Im letzten Part. So, hier ein bisschen abwarten. Und weiter geht's. So. Ich gehe um die Ecke. Nicht nachlassen. Ach komm. Na komm hier hoch, na komm hier hoch, na komm hier hoch. Ach verdammt mich. Wir waren schon fast drüben. Sind in der Ecke runtergefallen. Die Ecke ist da ungünstig. Da muss man einmal um die Ecke kommen, um den Stern zu erreichen. Wir waren schon fast da. Ich weiß zum Glück, wo die Sterne sind. Ja, hier bin ich auch noch nicht gestorben heute. Haben wir hier gleich noch ein Game Over. Auch schön. Na dann. Durch das Feuer durch. Mutiger Mario. Todesmütig. Todesmutter, müde, ja, mutig.
wagemütig einfach durch die Flammen zu springen. Und dann sind wir bei den Simpsons oder was? Dann. So, der Metallmagel schützt uns hier vor den Schäden des Giftdampfes. Das Giftgas hier. Die Fledermaus können wir damit auch einfach besiegen. So, eine kleine Verschnaufpause. Und weiter geht's. Da zum Stern wollen wir hin. Jetzt schaffen wir es jetzt mal endlich. Und hat dann nur eine bestimmte Zeit hier zum Angeln und verlässt ihn irgendwann die Kraft, deshalb fällt er da runter. Oder woran hat es gelegen? Und dann kommen hier einmal um die Ecke. So schwer kann das doch nicht sein hier. Na komm. Es ist doch zum Heulen. So ein Part schon wieder. Ach man. Ich will Super Mario Odyssey mal endlich mal zu Ende bringen. Quatsch, Super Mario Odyssey. Bin im falschen Spiel. Super Mario 64 mal zu Ende bringen und das nicht abbrechen müssen, das Projekt. War klar, das war von Anfang an klar, dass das Frustcharakter hat, aber ich mache ja schon nicht die 100%. Ich mache ja hier schon. Ich lasse schon einiges aus. Also wenn ich den Stein nicht schaffe, dann schaffe ich den nicht. Das ist also. Das ist auch nicht, aber. Ich habe schon niedrige Anforderungen. Und dann das. Die Stände haben wir auch wieder nicht bekommen. Ach Mensch, ach Mensch, ach Mensch. Und da falle ich hier nochmal rein, das ist doch hier. Zum Mäusemelken. Ein Blick auf die Uhr sagt mir, wir spielen seit nicht mal knapp 7, 8 Minuten. Noch nicht mal 10 Minuten. Hölle Schluchz. Das ist ja mega toll. Aber die 3 Sterne will ich heute hier schaffen. Das ist jetzt hier. Das ist jetzt hier die Anforderung an diesen Part. Na komm jetzt hier. Ich kann mich nicht schon wieder enttäuschen. Letzte Part war so enttäuschend, dass ich hier eine halbe Stunde dort an diesem Einfleck oder 20 Minuten an dem Einfleck gehangen habe. Na komm, das muss doch jetzt hier. Muss doch mal hier endlich mal was klappen. 1, 2 Sterne schaffen wir doch heute mal. Wenn ich die 3, dann die 2 wenigstens. 2 Sterne, dann ist es. Wir müssen die Anforderungen an mich senken. Das ist ja hier. Die Erwartungen runterschrauben. Vor allem nach dem letzten Part. Ja, vor allem nach dem jetzt hier. Das ist. Ich weiß nicht, lass den Knopf los oder was ist hier los? Irgendwie deprimierend. Tut mir ja auch leid für euch, dass ihr euch das angucken müsst. Mitgegangen, mitgefangen. Mich frustriert's noch mehr als euch. Müsst ihr mir glauben. Ich war ja schon öfters am Überlegen, ob wir das. Und wir Mario 64 einfach wieder abbrechen und mit Sunshine weitermachen. Aber nee. Ich will, es ist. Wir zumindest alle Levels hier mal gemacht haben, alle Welten hier. So ein bisschen den Anspruch habe ich dann doch. Das war zumindest abgeschlossenes Projekt haben. Das war da. Und zwar ohne Metal Mario. Zumindest ein vollständiges Projekt haben, wenn wir es schon nicht 100% schaffen.
Ich muss mich erstmal durch Mario 64 quälen und dann können wir Urlaub in Mario Sunshine machen. Dann müssen wir uns wahrscheinlich noch von Mario Sunshine erholen. Das können wir dann in Galaxy machen. Dann haben wir es vollständig. So, ich drück den Knopf Phoenix. Kannst du mir erzählen, dass der loslässt? Sende knallt irgendwo gegen. So, ums Eck, das ist doch. Wo ist denn hier die Schwierigkeit dran? Ach. Ich könnte kurz einen Strahl. Wir haben hier gleich wieder den. Haben jetzt gleich wieder den Game Over Screen. So was will ich euch ja auch nicht anbieten. Das ist. Das tut mir dann noch mehr weh. Tut mir doppelt weh, es dann hochladen zu müssen. Ich weiß, ich muss nicht hochladen, aber wenn ich dann das vergebens gespielt zu haben, umsonst zu spielen und das hochzuladen, da will ich schon so ein bisschen ein Video draus kriegen. Das ist schon, ja, ihr versteht, dann ist auch, es gehört auch mit zum Let's Play, also da muss dann, es ist, ja, okay, es gehört mit zum Let's Play. Dann müsst damit leben. Ich versuch's mal bei dem anderen Türchen hier. Das ist vielleicht leichter. Damit wir vielleicht heute zumindest einen Stern geholt haben. So. Der müsste doch machbar sein. Der Stern hier. Damit wir mit 35 Sternen hier schon mal ein bisschen was haben. So. Sehr gut. Und wir hier mal was gespeichert haben. Ein bisschen Fortschritt. Durchsuche das Nebellabyrinth. Speichern und weiter. Na dann wagen wir uns weiterhin. An den Stern, an den besagten. Einen dritten haben wir jetzt. Den fünften können wir nicht auswählen. Das müsste jetzt hier der fünfte sein. Den wir da ansteuern. So. Runtergerutscht. Aber wieder zurück ins Nebellabyrinth. Ein letztes Mal. Nein, ein letztes Mal wird es nicht sein. Ich werde wahrscheinlich noch einen Anlauf brauchen. Ein lustiger Sound. Aber es gibt keinen weiteren Stern hier im Nebellabyrinth. Den einen muss noch schaffen. Dann haben wir es. Haben wir es zumindest fürs Nebellabyrinth. Einen gibt es noch. Der könnte für mich vielleicht auch noch eine Herausforderung werden. Ist eigentlich nicht so schwer, aber für mich dann wieder schwerer, als es wirklich ist. So, jetzt mal ein bisschen Bemühung hier. Bisschen Konzentration, Mario. So, jetzt hier in der Mitte, strebe lang. Nee, ist doch nicht so gut. So, wo müssen wir jetzt hier rum? Was rum? Was denn? 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 Och, Menno. Ja, mit den Steinen haben wir da auch noch was zu tun. Da müssen wir da auch noch hin. Jetzt auch noch ein einigermaßen leichten Stein. Stern. Wenn die drei jetzt kriegen, stelle ich, das ist, dann bin ich jetzt mal, ja, zufriedengestellt damit, damit gebe ich mich heute mal zufrieden. Drei Sterne, das ist immerhin eine Leistung. Für mich hier, für mich Noob. Können wir erstmal das, die grüne Grotte mal, die grüne Grotte abschließen. Ich muss dann offscreen noch ein bisschen an dem einen Stern arbeiten, aber ja, das kriegen wir dann auch noch hin. Das soll da nicht eure Sorge sein. Der Vollständigkeitshalber soll ich das euch dann noch irgendwann mal zeigen, aber
Ja. Und der Weg hierhin geht doch einigermaßen schnell. Damit wir dann im nächsten Part mal hoffentlich in der Nava Lagune starten können. Ein bisschen anderes Setting für euch, damit ihr mal ein bisschen Abwechslung bekommt. Na komm. Woran kann das denn gelingen? Um die Ecke klettern ist noch ein bisschen kompliziert. Das ist irgendwie... Mario ist nicht so um die Ecke klettern. Scheint dem Mario nicht so zu liegen. Dann sind wir hier. Okay. Versuchen wir mal darüber zu kommen. Dann machen wir den Stern erstmal. Da braucht es hier einen beherzten Wandschwung, den man erstmal hinkriegen muss. Ein guter Wandschwung muss auch gekonnt sein. Wenn es mit dem einen Stern nicht will, dann halt mit dem anderen. Sieht da vielleicht schon ein bisschen, dass da die Wand offen ist. Da braucht es halt einen doppelten Wandsprung. Nein. Das ist der andere Stern. Da geht es unter Wasser. Achte auf die Felsen, müsste das hier sein. So müsste der Stern hier heißen. Ah, Zwergi tut sich schwer beim Wandsprung. Oh, wahrscheinlich falsche Seite hier. Nein. Wir waren schon oben. Ich muss hier so zack und zack. Andere Richtung. Nee, so rum muss ich. Einmal hier, dann abspringen und dann nochmal zurück. So. Hops. Hops. Er sieht immer schwer aus, als wirklich ist bei mir. Das ist. Ich stelle mich blöd an. Ist ein altes Spiel. Ich kenne alte Spiele nicht. Wieder zurück zu Mario Odyssey. Was ich auch gerade spiele auf dem Kanal. Mario 64 können wir dadurch aber nicht abbrechen. Was geht denn immer durch die Tür hier durch? Das ist doch kriminell hier. Wie ich hier verhindere, das ist ja schlimmer als die Polizei erlaubt. Ach komm, willst du mich doch verarschen hier. Durch die Wand. Na komm, es ist hier noch einen zweiten Sprung. Mal von der Wand abspringen. Wir haben es doch schon mal. Ich werde bekloppt hier noch. Also jetzt hier, ja, war doch schon richtig Mario. Jetzt hier noch bei der Masse, jetzt den Wandsprung lernen. Ja, oben. Genau. Achte auf die Felsen, die kleinen Felsen. Die rollenden Felsen. Speichern wir weiter. Stern Nummer 36 für mich. Da fehlt noch einer dazwischen, habt ihr gesehen. Das ist der, an dem wir uns jetzt versuchen müssen. Da gibt es jetzt noch ein paar Versuche hier. Sieht am Zwerg wie beim Verzweifeln zu. So kann man sich auch die Zeit vertreiben. Hier nochmal lang. Gemäß dem Motto, besser als ein Kleinkind. Besser als ein einjähriges Kind. Also auf jeden Fall. Also spiel besser Mario 64 als ein Säugling. Das könnte mir nicht aberkennen. Und was das für eine Errungenschaft sein soll, das fragt man sich dann auch. Aber na gut, das ist nicht von der Hand zu weisen. Ich glaube.
ein einjähriger Säugling, der hätte da deutlich mehr Probleme. Ist dann die Frage, mit wem man sich vergleichen will, aber es ist, ja, das ist dann das. Ist dann eine andere Frage. Es ist doch hier, es ist immer an derselben Stelle. Ist da irgendwie ein Bug dran oder ist irgendwie kommt man da nicht um die Ecke? Mario hat da Probleme, um die Ecke zu kommen. Ja, um die Ecke wird er hier von mir ständig gebracht. Das ist ein anderes Thema. In die Ecke kommen tut er nicht, aber in die Ecke gebracht werden, das ist was anderes. Hier kann man nochmal mit der Dampfattacke, ja genau. Eine Stampfattacke. Ein bisschen Fallschaden verhindern. Ja, immerhin 2 Sterne heute. Applaus. Applaus, Applaus. Er hat mal was geschafft. Nicht wie in dem letzten Part gar keinen Stern. Das war. Ich entschuldige mich mehrfach. Das hat mich ja im letzten. Hat mich doch im letzten Part wahrscheinlich schon einige Male dafür entschuldigt. Ist es ja nicht. Es ist ja nicht so, als wäre es Absicht. Nur einfach mal dumme Trottlichkeit. Ich hoffe, ihr genießt wenigstens die Schadensfreude und seht mich gerne leiden. Was ist das? Da habt ihr vielleicht ein bisschen Freude an diesem Part. Das ist. Und am letzten Part vor allem. Ein paar Sadisten unter euch. Und Masochisten. Das gibt's ja auch, können sich ja Leute antun und einfach Spaß dran haben, sich selbst weh zu tun. Das ist ja auch eine Art der Befriedung, kann ich euch ja auch ein bisschen Befriedigung leisten. So ein bisschen, dass ihr hier eine Möglichkeit habt, euch selbst weh zu tun. Das ist, wenn ihr hier nicht so einen fehlenden Zweck anschaut. Ist meine Ehre. Also masochistisches oder sadistisches, je nachdem. Bedürfnis, um es zu befriedigen. Als ob das ging doch schon fast richtig. Oh Mann. Oh Mann. Sadismus ist halt Spaß daran, andere leiden zu sehen. Ich glaube, das ist in großen Teilen meiner Community, ist in meiner Community weit verbreitet, der Sadismus. Ich denke, das ist. Ihr seid alle Sadisten, das ist. Oder Masochisten sonst. Also, es ist das so, dass Masochismus, der die Lust, sich selbst Leid zuzufügen. Also, das Masochisten und Sadisten bei mir in der Community. Die einen mögen es mir, beim Leiden zu sehen, und die anderen fügen sich selbst sehr gerne Leid hinzu. Es ist für die Masochisten und euch empfehle ich mal meine ersten Videos, also die ersten Parts von Pokémon Y, also nicht das Pokémon Y again, sondern das 2016er Pokémon Y. Brutal schlechte Bildqualität, also das ist da, also da brutal schlecht. Das kriegst Augenkrebs von, also das ist wirklich für Masochisten, ist das wirklich, also da könnt ihr euch schon ordentlich Leid zufügen. Das ist, und auch die, das tut schon weh, das anzugucken. Das ist also, und auch mein damaliger sehr schüchterner Moderationsstil, also das ist wirklich, ist schon eine Last, das zu gucken. Also ist dann, also. Kleiner Tipp für die auf diese Weise befriedigt werden wollen. Es ist, darum fehle ich so, bei meinen alten Projekten vorbeizugucken. Die 2016er Let's Plays zu gucken. Das ist wirklich. Und wir haben den Stern gekriegt. Immerhin haben wir doch etwas geschafft. Kurs 6. Suche im Nebel den Notausgang. Ein Notausgang, den werde ich jetzt dringend suchen. Und wenn ich
Uhr richtig lese, dann haben wir jetzt auch 24 Minuten, 25. Ich rede noch ein bisschen, war die 25 Minuten voll. Das reicht mir jetzt ewig. Ich kann euch euren Masochismus auch noch ein bisschen, euren Sadismus auch noch ein bisschen befriedigen, indem ich nochmal versuche, hier einen Versuch mache, hier nochmal auf den Grund des Bodens zu laufen. Wäre der Wahnsinn, wenn wir es jetzt noch schaffen würden. Ich glaube nicht dran. Dann sieht er mich zum Abschied nochmal fehlen. Und ich hab's, und immerhin habe ich schon einen schönen Titel. Wenn ich hier. Sadismus. Nein, Giftgrüne Gotte kann ich hier nicht nochmal verwenden. Das habe ich, glaube ich, schon mal im Titel verwendet. Mal schauen, irgendwas mit Sadismus kriege ich doch hin. Ich habe bestimmt irgendwas im Titel geschrieben. Sadismus oder Masochismus. Wer kennt Clickbait, haben wir ja behandelt hier. Ne Leute, in der heutigen Unterrichtsstunde habt ihr auch ein bisschen was dazu gelernt. Der eine oder andere hat vielleicht seinen Fetisch entdeckt. Naja, Fetisch nicht, aber seine Neigung so ein bisschen. Seine Art zur Befriedigung. Ich meine, wenn Hauptsache, ich kann euch irgendwas bieten mit meinen Let's Plays, das ist. Wenn es nicht Skill ist, wenn es nicht Unterhaltung ist, ja, in gewisser Weise so ein bisschen eine schräge Art der Unterhaltung. Na, schreibt dann hier mal einfach in die Kommentare. Möchte ich mal euch darum bitten. Schreibt dann mal in die Kommentare, warum ihr meine Videos guckt. Das interessiert mich sowieso schon länger. Was ist eure Motivation? Das ist. Seid ihr Masochist oder. Sadist. Und er findet das einfach lustig. Beim Fan mir zuzusehen. Oder seid ihr selbst schlechter und findet mich so gut? Ja, wie auch immer. Du mich nach oben sollte euch gefallen haben. Lasst den Abo da, wenn ihr seid. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. In Super Mario 64 in der. Lava Lagune, da machen wir dann weiter und da kümmere ich mich mal aufs Kind rum. Wie gesagt, mal schauen, wann ich das euch mit reinschneide. Nächsten Part wahrscheinlich noch nicht, aber ja, bis dahin und ciao, ciao. Im nächsten Part endlich mal ein anderer Kurs. Juhu.